Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei Dragon Age Inquisition. Und bei mir ist es mitten in der Nacht und ich kann nicht pennen und deswegen nehme ich euch mit hier auf die Reise in die Welt von Dragon Age. Aber sollt ihr auch was davon haben, von meiner Insomnia, nicht wahr? So, ich habe euch mal rausgeschnitten, dass wir von den Hinterlanden hier in die Himmelsfeste zurückgereist sind. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, nö. Denn was wir beim letzten Mal so ein bisschen verpasst haben zu tun, ist hier in den Ratsraum zu gehen. Wollen wir gucken mal, was Josephine uns zu erzählen hat. Ein Bedarf für Meister Aufmerksamkeit, Inquisitor. Einige adlige Anhänger der Kirche in der Stadt Jada beschuldigen euch, für den Tod der Göttlichen verantwortlich zu sein. Sie sind ungewöhnlich gut organisiert. Ich würde empfehlen, jemanden nach Jada zu schicken, um die Angelegenheit zu klären. Was haben die Adligen davon zu behaupten, ich hätte Justinia ermordet? Einen Sündenbock zum Beispiel. Allerdings frage ich mich, ob die obersten Klerikerinnen hinter der Sache stecken. Alle direkten Nachfolgerinnen der Göttlichen sind beim Konklave umgekommen. Der Rest war nicht würdig genug. Sie könnten euch als Konkurrenten im Ringen um Einfluss betrachten. Warum begegnen wir diesen falschen Anschuldigungen nicht, indem wir selbst Gerüchte in die Welt setzen? Eine Verleumdungskampagne. Das würde den fraglichen Leuten zeigen, dass auch wir mit Raffinesse vorgehen können. Ja, würde es. Es ist mir ein Vergnügen. Wo seid ihr aufgewachsen, Josephine? Geboren wurde ich in Antiva. Aber als ich 15 wurde, entschied meine Mutter, mich nach Val Royeaux ins Pensionat zu schicken. Oh, wie habe ich mich an ihrem Rock ausgeheult, als der Tag meiner Abreise gekommen war. Ihr müsst sie schrecklich vermisst haben. Das habe ich. Allerdings hatte sie nicht das geringste Verständnis für mein Gejammer. Aber meine Mutter wollte nur das Beste für mich. Das Leben in Orlais an sich war schon eine Ausbildung. Was habt ihr auf diesem Pensionat in Val Royeaux gelernt? Unter anderem Mathematik, Rhetorik, Dichtkunst, Logik, sowie ein gehöriges Maß an Etikette. Ich kann mich noch gut an Madame Ventiers Route auf meiner Hand erinnern, wenn ich wieder die Grundregeln der Varanischer Tischsitten vergessen hatte. Für eine Witwe von fast 80 Jahren hatte sie einen ziemlich kräftigen Schlag. Und da hat man bestimmt auch gelernt, wie man ziemlich ungesund auf einem Stuhl sitzt. Guckt euch das mal an. Naja. Wie fand euer jüngeres Ich Val Royeaux, als ihr dort ankamt? Habt ihr jemals eine neue Stadt betreten und gedacht, die Gebäude um euch herum könnten unmöglich real sein? So habe ich Val Royeaux wahrgenommen. Es war so atemberaubend anders. Ich habe seine Türme monatelang bestaunt. Gibt es in Antiva denn nichts, das mit Val Royeaux vergleichbar wäre? Antiva ist ein Juwel unter den Hauptstädten. Aber bevor ich auf Reisen ging, wusste ich das nie zu schätzen. Es gibt so viele Orte, die ich gerne sehen würde. Seherin, Underfels, was auch immer jenseits des Meeres von Amaranthen liegt. Ihr und Leliana scheint einander zu kennen. Wir haben uns während meiner letzten Ausbildungsjahre kennengelernt. Freundinnen wurden wir aber erst, als ich schon Botschafterin in Orlais war. Das scheint so schrecklich lange her zu sein. Wie genau kam es dazu, dass ihr und Leliana beide Teil der Inquisition geworden seid? Ich hatte herausgefunden, dass meine Familie einer Händlerin, mit der wir seit Monaten Handel trieben, zu viel berechnete. Unser Name genießt in Nativa großes Vertrauen. Ich habe Wochen gebraucht, um als Entschädigung eine Reihe von Gefälligkeiten zu arrangieren. Sie haben die Händlerin offenbar zufriedengestellt, denn sie lud mich in ihr Anwesen ein. Doch anstelle der Händlerin begrüßte mich Leliana. Ich nehme an, das gesamte Problem war eine Art Test. Eure Annahme ist richtig. Leliana sagte, sie brauche jemanden von schmerzhafter Rechtschaffenheit für die Inquisition. Ich nahm ihr Angebot an, nachdem sie mir endlich erklärt hatte, worin es überhaupt bestand. Steht ihr euch noch immer nahe? Ja, aber sie ist heute so viel distanzierter als die unbeschwerte Frau, die ich in Val Royeaux kennengelernt hatte. Leliana war ein ständiger Gast an den orlesianischen Höfen, sang die lieblichsten Lieder und bezauberte die brillantesten Denker. Jetzt sammelt sie Geheimnisse und geht Risiken ein, die ganze Reiche erzittern lassen würden. Ich sorge mich um sie, aber sie will davon nichts hören.
Vertraut sich Leliana euch an? Sie genießt es, immer wieder auf unsere eher unseligen Abenteuer zurückzukommen. Leliana hat wirklich die absurdesten Pläne geschmiedet. Solltet ihr sie jemals mit einer Rolle Garn, einem Zollstock und einem Taschentuch sehen, dann lauft. Erzählt mir von den Montiers. Mal sehen. Meine Eltern sind am Leben und erfreuen sich bester Gesundheit. Sie wohnen in unserem Anwesen in Antiva. Meine vier Geschwister kümmern sich zum Großteil um die Leitung der Weingüter unserer Familie. Oh, das erinnert mich an etwas. Ich muss jemanden bitten, dafür zu sorgen, dass Yvette den Frühlingsempfang im Palast besucht. Meine jüngste Schwester interessiert sich nicht für gesellschaftliche Belange. Warum kümmert ihr euch um das gesellschaftliche Leben eurer Geschwister? So ist es Tradition in Antiva. Ab einem bestimmten Alter leitet der Erbfolger die Belange der Familie, um seinen Wert als Nachfolger zu beweisen. Erweist man sich als ungeeignet, können die Oberhäupter des Hauses, für gewöhnlich die Eltern, einen neuen Erben bestimmen. Wenn die antivanischen Oberhäupter des Hauses es nicht führen, was tun sie dann? Sie arbeiten und stehen einem beratend zur Seite. Ich habe den Rat meiner Eltern oft angenommen. Nun ja, meist den meiner Mutter. Mein Vater ist eher ein Künstler. Nicht, dass er sonderlich gut wäre, aber er lässt sich einfach nicht davon abbringen, seine Salons abzuhalten. Meine Mutter hat mit ihm und meinen Geschwistern so viel zu tun, dass sie es kaum erwarten kann, dass ich mein Erbe antrete. Könnt ihr die Geschäfte eurer Familie leiten und gleichzeitig die Botschafterin der Inquisition sein? Es wird keinerlei negativen Einfluss auf meine Arbeit für die Inquisition haben. Das versichere ich euch. Nichtsdestotrotz ist die Verwaltung unseres Besitzes meine Pflicht. Und so viel Arbeit es auch sein mag, so werde ich mich ihr doch nicht entziehen. Ist es tatsächlich so wichtig für euch, die Belange eurer Familie zu regeln? Ich bin für ihr Wohlergehen verantwortlich. Eine Montier vernachlässigt niemals ihre Pflichten gegenüber der Familie. So anstrengend diese auch manchmal sein können. Vielleicht könnten euch ja eure Geschwister einen Teil der Last abnehmen. Oh, ihr kennt sie nicht. Soll ich etwa Lorient die Verantwortung übertragen? Oder Antoine? Oder Yvette? Nein, glaubt mir, ich muss das machen. Wer herrscht in Antiva? Offiziell wird das Fürstentum Antiva von seiner Majestät König Fulgeno II. Regiert. In Wahrheit allerdings herrschen die Händlerprinzen Antivas über nahezu alles. Und das ziemlich lautstark, wie ich hinzufügen möchte. Was hattet ihr mit diesen Händlerfamilien zu tun? Als Botschafterin habe ich in vermittelnder Funktion an heimlichen Ratstreffen teilgenommen. Und glaubt mir, man weiß erst, was eine echte Debatte ist, wenn man miterlebt hat, wie 15 Prinzen einander in Zollfragen niederbrüllen. Das klingt zumindest nach einer ziemlich lebendigen Art der Gesetzfindung. Das alles ist Teil des Lebens in Antiva. Wir haben Leidenschaft und Romantik schon immer geschätzt. Ein gewisser Überschwang ist bei uns Tradition. Seid ihr sicher, dass ihr aus Antiva stammt? Ich kann ausgesprochen überschwänglich sein, wenn es angebracht ist. Nur eben in den richtigen Momenten und in angemessener Weise. Könnten wir jetzt vielleicht das Thema wechseln? Was für ein Land ist Antiva? Die besiedelten Gebiete sind ziemlich fruchtbar. An manchen Orten erstrecken sich die Weinberge, soweit das Auge reicht. Die Stadt Antiva selbst liegt hingegen direkt in der Rialto-Bucht. Das ist es auch, was ich am meisten vermisse. Wie das Meer gegen das Labyrinth der Docks brandet. Ich kann mich euch nur schwer vorstellen, wie ihr durch einen Handelshafen schlendert. Jeder in Antiva verbringt Zeit bei den Schiffen, mein Lord. Am Meer findet man die besten Gaststätten und Dichter. Das Hafenviertel schläft niemals. Und die Promenade ist bei jedem Wetter von Laternen erleuchtet. Habt ihr je Heimweh? Hin und wieder. Wenn eine Brise durch den Garten weht, stelle ich mir manchmal vor, das Rascheln der Bäume wäre das Geräusch der Brandung. Ach, wisst ihr, ich vermisse sogar diese grässlichen, kreischenden Vögel, von denen es am Hafen nur so wimmelt. Meine jüngere Schwester hat den Möwen immer ganze Brotlaibe zugeworfen. Das törichte Ding. Auf ein andermal. Bis zum nächsten Mal. Tja. Interessante Geschichten. Ich finde es ein bisschen befremdlich, dass die gute Frau, während sie mit uns hier ihr ganzes Leben auseinander nimmt, immer noch irgendwas schreibt.
Und ich fand ein bisschen merkwürdig, dass die Inquisition anscheinend schon gab, bevor dieser ganze Dreck hier in Haven passiert ist. Weil die gute Justine waren ja schon da. Und eben hat sie uns erzählt, dass Liliana sie für die Inquisition angeworben hat. Sehr eigenartig. Ja. Eigentlich habe ich gedacht, die Inquisition wäre so richtig in Gang gekommen, als wir hier quasi mit dem Mal ausgestattet waren und so. So, wir haben Inquisitionsboni. Was nehmen wir denn da? Erhöht bei der Eliminierung von Gegnern gewonnene Erfahrungspunkte. Ja, nehmen wir, ne? Klingt gut. Mehr Erfahrungspunkte sind mehr Erfahrungspunkte sind mehr Erfahrungspunkte. So, wir haben Asamas Freundschaft errungen. Unsere Gesandten sind zurückgekehrt. Orsama hat für unsere Sache einige der besten Kämpfer der Legion der Toten abgestellt. Der König sagt, es handle sich um erfahrene Jäger der dunklen Brut, ohne jede Furcht. Außerdem hat der König großzügig angeboten, Orsamas Reichtum zu teilen. Er erkennt das Ausmaß der Bedrohung durch Korypheus. Ja, ist okay. Aufweitung des Magieraufstands. Viele Magier sind gekommen. Ich hoffe, sie sind uns freundlich gesonnen. Sonst haben wir ein Problem. Ja. Rohrleere rüber, da hat man nämlich auch irgendwas gemacht hier. Die Schlange von Nevarra. Die unter dem Namen Agent bekannte Spionin ist in den Königspalast von Nevarra eingedrungen und hat Virellius sowie einige seiner Handlanger getötet. König Markus ist, wie es heißt, aus einem bösen Traum erwacht. Die Inquisition hat mit all dem nichts zu tun und der König ist wütend, dass er sich auf magische Weise derart beeinflussen ließ. Er wird Gesandten der Venatori künftig gewiss mit etwas Misstrauen begegnen. Agent hat uns einige interessante Stücke aus Virilius Besitz mitgebracht. Ein Magisterstab des Eises, so. Okay. Was können wir hier machen? Außerhalb der Stadt Montfort liegt ein Kloster, in dessen Kammern sich ein Archiv der Kirche befindet und außerdem für seinen hervorragenden Wein bekannt ist. Der Äbtissin zufolge stellt nun genau dieser Wein eine Gefahr für die Archive dar. Sie hat die Inquisition vor kurzem darüber informiert, dass Plünderer auf der Suche nach Wein dort eingedrungen sind und ihren Beteuerungen in den unteren Kämmern würde kein Wein gelagert, keinen Glauben schenken. Ohne Templer, die das Kloster schützen und in Ermangelung nötiger Mittel, um Wachen anzuheuern, hat die Äbtissin nun die Inquisition gebeten, die Archive an einen sicheren Ort zu bringen und zugesagt, zum Dank alles zu spenden, was uns nutzen könnte. Ja, Fangen wir nehmen. an. Machen wir doch mal. Jagd auf den Dragolisten. Ich glaube, da kriegen wir ein neues Reittier. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Unsere Forscherin hat sich eingehend mit Drachen beschäftigt und glaubt, dass sie eine Kreatur aus ihrem Versteck locken kann, die sich vielleicht als Reittier nutzen ließe. Genau. Der Dragolist ist ein sehr seltenes Wesen. Es ist sehr argwöhnisch und launisch, gleichzeitig aber auch zäh und gemeinstark. Zugegeben, es ist keine normale Ergänzung für einen Stall. Aber was ist in der Inquisition schon normal? Das ist völlig richtig. Nun denn. Und unser dicker Kunari-Hintern braucht, wie wir das letzte Mal festgestellt haben, ein neues Reittier. Es tut mir nämlich immer so leid, was unser Reittier immer ertragen muss. So, hier gibt es nur Ressourcen. Das ist jetzt irgendwie nicht so prickelnd, fand ich. Feier der erfolgreichen Drachenjagd können wir gerade nicht machen. Geschäft mit Händlerprinzen können wir auch nicht machen. Ansonsten können wir nur Ressourcen ausplündern. Welche nehmen wir denn da? Ressourcen der Westgarde. Nehmen wir mal das. Ressourcen der erhabenen Ebenen. Zack. Dann wollen wir doch mal sehen. So, was haben wir hier oben? Tori-Aktivitäten unterbinden. Könnten wir tun.
Was haben wir hier? Den Wächter finden. Verfügbar. Sturmküste erkunden haben wir schon. Den Wächter finden. Das wäre die Hauptquest. Aber hier ist auch eine Hauptquest, ne? Was haben wir hier denn noch gehabt? Böse Augen, böse Herzen. Ich glaube, wir suchen erstmal hier den Wächter. Hawk hat erklärt, dass Korypheus den Verstand grauer Wächter beeinflussen kann. Wenn die dunkle Brut sie unter seine Kontrolle bringt, hätte er eine Legion perfekt ausgebildeter Krieger. Die Inquisition muss Hawks Wächterfreund aufspüren, der sich in den Kammwald versteckt hält, um mehr über die Pläne der anderen Wächter in Erfahrung zu bringen. Niemand hat Kammwald seit der Bresche betreten oder verlassen. Liliana schickt ihre schnellsten Spione, um herauszufinden, welche Katastrophe sich dort ereignet hat. Eine hastig gekritzelte Notiz von einer Brieftaube. Inquisitor Hawks, Wächterfreund ist hier irgendwo, ist aber verschwunden, bevor ich mit ihm reden konnte. Der Kerl ist gut. Seid vorsichtig auf der Straße. Jede Menge Untote. Die Leute hier brauchen unsere Hilfe. Alles Weitere, wenn ihr hier seid. Dann ziehen wir doch mal dahin. Wir nehmen natürlich Sarah mit, das ist doch natürlich klar. Und wir nehmen Solis mit und wir nehmen den Bullen mit. Das war ein cooles Team und... deswegen nehmen wir es auch so mit. Es ist schön, euch wohl aufzusehen, Inquisitor. Uns stehen ernsthafte Probleme bevor. Wenn ihr schon besorgt seid, sollte ich am besten gleich die ganze Inquisition alarmieren. Oder meine Gefahrenzulage erhöhen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ist die Lage wirklich so ernst? Kammwald war vor 10 Jahren während der Verderbnis Schauplatz einer Überflutung. Das ist zwar nicht der einzige Riss in der Gegend, aber seit er aufgetaucht ist, kommen beständig Leichen aus dem See. Ihr werdet euch durch sie durchkämpfen müssen, um zu der Höhle zu gelangen, der sich Sir Hawks grauer Wächterfreund versteckt. Noch mehr wandelnde Leichen. Naja, zumindest können sie uns diesmal nicht überraschen. Neulich Nacht bin ich im Gras beinahe auf eine draufgetreten. Zum Glück hat sie vorher angefangen zu stöhnen. Vielleicht kann euch ja jemand in Kammwald erzählen, wie ihr den Riss im See erreicht. Der Erbauer weiß, sie werden für eure Hilfe dankbar sein. Viel Glück und passt bitte auf euch auf. Ja. Da fällt mir ein, ich wollte eigentlich noch, Elfenwurzel hier einpacken, damit ich hier... Elfenbulle ist voll. Solis. Bitte hier, wir haben nämlich keine Elfenwurzel mehr. Das ist natürlich nicht so geil. Requirierung haben wir nicht. Was gibt's denn hier? Requirierungsoffizier. Gibt neue Berichte. Setz mich ins Bild. Das könnte nützlich sein. Jo, können wir machen. Läuft. Und noch was? Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Wert sein dürften. Setzt mich ins Bild. Was könnte nützlich sein? Jo, läuft. Noch mehr. Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürfen. Setzt mich ins Bild. Sieht selbst, Sir. Obsidian diesmal. Okay. Dit haben wir nicht in unserem Gepäck. So. Hier müssen wir erstmal. Hilft Kammwald, die Untoten zurückzuschlagen. Okay. Machen wir doch. Machen wir doch. Es muss doch eine Möglichkeit geben, zu diesem Riss im See zu kommen. Warum wollt ihr das? Erst im See. Hallo? Das ist
Oh, die halten gut was aus. Soll hier durchgekommen sein, aber die Dörfler wissen nichts. Sie haben schon genug Schwierigkeiten. Werdet ihr bleiben, um die Untoten hier zu bekämpfen? Meine Befehle verbieten es mir. Kammwald war nur ein Abstecher für uns. Falls die Inquisition helfen kann, bitte ich euch inständig, es zu tun. Die Dorfbewohner haben schon zu viele Leute verloren. Lebt wohl. Lebt wohl. Mhm. Seid ihr sicher, dass wir dem Dorf nicht helfen? Keiner dieser Wächter hat einen neuen Anführer erwähnt. Ich glaube nicht, dass sie zu Korypheus Plan gehören, den Orden zu unterwerfen. Genau, weil sie es uns sonst gesagt hätten? Ich hoffe, Hawks Wächterfreund hat Antworten für uns. Ein paar Dämonen zu schlachten. So. Ringsamt. Leichnamgehirn. Yam, yam, yam. Was haben wir hier? Spindelkraut. Keine Ahnung, wofür man ein Spindelkraut braucht, aber ich nehme es mal mit. Wenn man das hier schon so rumliegen lässt, nicht wahr? Elfenwurzel, das ist doch gut. Elfenwurzel! So, und hier ist mehr Spindelkraut. Hallo? Untote an den Toren! Gehen wir es an. Eigentlich sind das so mehr Dämonen hier, nicht? Wirklich Untote, ne? So. Riss im See ist. Schattenessenz. Okay. Hättet ihr einen Moment, euer Gnaden? Klar. Warte, wer hat mich da gerade angesprochen? Der hier? Hallo? Doch nicht? Dann nicht. Puh. Puh. So, hier öffnen. Warum zieht Judith nicht ins Dorf, solange sich die Lage nicht bessert? Beim Erbauer, wenn ihr irgendetwas zustößt. Sucht ihr nach jemandem namens Judith? Nein. Oh, habe ich etwa laut vor mich hingeredet? Judith lebt außerhalb des Dorfes. Als die Untoten kamen, bat ich sie, hier Zuflucht zu suchen. Doch sie wollte davon nichts hören. Warum sollte sie nicht irgendwo Zuflucht suchen, wo es sicherer für sie ist? Sie meinte, sie brauche Platz für sich. Dabei habe ich Judith gesagt, dass mein Haus groß genug ist. Und wenn sie Platz braucht, könnten mein Junge und ich auch in der Scheune schlafen. Aber sie wollte einfach nicht. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Ja, ich euch auch. Der Junge, das war eine Abfuhr. Manche verstehen sowas einfach nicht, glaube ich. So, hier gibt es ein Fragezeichen. Beim Erbauer. Das ist das Ende der Welt. Verschwindet! Okay. Freundliche Leute hier. Bitte! Der Bürgermeister könnte eure Hilfe brauchen.
Ja, ich bin ja schon unterwegs. Hallo. Haus des Bürgermeisters. Der Bürgermeister, hallo. Der Inquisitor. Ich bin Dedrick, der Bürgermeister von Kamwald. Und ich stehe euch trotz all der Vorkommnisse zu Diensten. Seid ihr hier, um die Untoten aufzuhalten? Sind wir doch, oder? Wir lassen sie doch nicht einfach im Stich. Ein Riss im Nichts ist der Grund, warum sich die Untoten erheben. Wie kann ich ihn erreichen? Ihr meint dieses Leuchten im See? Es kommt aus den Höhlen unter Alt-Kamwald. Das Dorf wurde vor 10 Jahren während der Verderbnis von dunkler Brut geflutet und zerstört. Die Flüchtlinge, die wir aufgenommen hatten, starben. Ich habe einen Damm gesehen. Wenn wir ihn nutzen, um den See trocken zu legen, kann ich diesen Riss im Nichts erreichen. Ihr wollt den See trocken legen? Es gibt doch sicherlich noch eine andere Möglichkeit. Nein, gibt es nicht. Definitiv nicht. Um den Damm nutzen zu können, müsstet ihr die Banditen aus der alten Feste vertreiben. Ich kann euch nicht darum bitten, euer Leben zu riskieren. Glaubt mir, ich habe schon gegen Schlimmeres als Banditen und Untote gekämpft. Dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Dieser Schlüssel öffnet das Tor zur Dammsteuerung hinter der Feste. Der Riss muss sich in den Höhlen unter Alt-Kamwald befinden. Aber, Inquisitor, ihr solltet euch dort nicht zu lange aufhalten. Es überrascht mich, dass ein so kleines Dorf wie Kamwald die Verderbnis überstehen konnte. Es stand auf Messers Schneide. Die dunkle Brut verfolgte eine Gruppe von Flüchtlingen, die vor der Verderbnis flohen. Einige dieser Flüchtlinge waren schwer krank, aber wir haben sie aufgenommen. Sie starben, als die dunkle Brut Alt-Kamwald flutete. Wie konnte die dunkle Brut das zustande bringen? Die Kreaturen fanden die Dammsteuerung und zerstörten sie. Ich erinnere mich nur noch an die Schreie der Flüchtlinge und Dorfbewohner, als sie ertranken. Und nun kehren sie zu uns zurück. Erzählt mir etwas über euer Dorf. Es hat schon glücklichere Zeiten gesehen. Wir bauen an, was wir können, und handeln mit den Händlern, die über den Königsweg reisen. Wir sehnen uns nur nach Frieden, euer Gnaden. Das ist alles, was wir je wollten. Was könnt ihr mir über die Banditen sagen, die sich in der Feste eingenistet haben? Die Wegelagerer? Sie sind nichts weiter als Schläger und Diebe. Sie bestreiten ihr Leben, indem sie Karawanen auf dem Königsweg überfallen. Als die Toten aus dem See kamen, haben diese Banditen den alten Wildhüter in der Feste ermordet und sich selbst dort breit gemacht. Wir hätten womöglich weniger Verluste zu beklagen, wenn wir dort Zuflucht gefunden hätten, statt uns in unseren Häusern verkriechen zu müssen. Auf ein andermal. Natürlich. Anderfels ist ein Land der extremen Gegensätze. Es ist der trostloseste Ort der ganzen Welt. Haben doch 2 Verderbnisse große Teile der Steppe so verwüstet, dass dort nicht einmal Leichen verrotten. Kein Insekt und keine Made wird sie je erreichen. Es ist aber auch ein Land voller Wunder, wie etwa Meridian, in dessen Front eine gewaltige Statue unserer Herrin gemeißelt wurde, eine ewige Flamme in ihren ausgestreckten Händen, oder die Feste von Weißhaupt, deren Mauern aus lebendem Stein über den öden Ebenen darunter ruhen. Auch die Anderer sind ein Volk der Extreme, die frömmsten Priester und die tödlichsten Soldaten, das ärmste Land der Welt und das gefürchtetste, auf der Suche nach Wissen. Interessiert mich eigentlich nicht so richtig. So. Hier gibt's was, wo wir hinlaufen können. Kommen wir da hin, indem wir uns hier rumbewegen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Gibt's Elfenwurzel immerhin. Alte Marktstraße.
Bin mal gespannt, ob dann hier irgendwann auch Händler sich wieder breit machen, wenn wir das hier befreit haben. So, hier gibt's irgendwas. Versteckte Höhle. Eine Holzwand wurde am Eingang dieser Höhle errichtet, vermutlich um ihre Bewohner vor dem Wetter zu schützen. Boah. Zerflettertes Tagebuch. Die Banditen sind direkt gegenüber. Ich kann die Mistkerle also im Auge behalten. Ich konnte einige der Vorräte zurückholen, die sie dem fahrenden Händler gestohlen haben. Sie haben mich nicht einmal kommen sehen, aber ich habe keine Angst. Wenn sie den Kampf wollen, sollen sie mich holen. Okay. Tiefenpilz. Was gibt's denn hier? Ist hier irgendwas Tolles? Hallo? Jetzt Obsidian. Den suchten wir doch, nicht wahr? Nicht wahr? Plündern. Plündern. Kommt ja nicht heulend bei uns angerannt, wenn ihr euch irgendwelche Schwierigkeiten einbrockt. Ach, da sitzt, da hockt jemand. Obsidian. Geht einfach eures Weges. Wir können hier keinen Ärger brauchen. Ja, ich bin ja schon unterwegs und gehe wieder. Ich wollte euch nur eure Sachen berauben, die ihr da in die Säcke gestopft habt und so. Aber das scheint euch ja auch nicht zu stören, nicht wahr? So. Felsiger Hang. Da unten ist rotes Lyrium. Interessant. Interessant. Reißen wir noch ein bisschen Eisen aus der Wand. Mehr rotes Lyrium. Da gehen wir der ganzen Sache doch mal nach. Hier sind doch bestimmt irgendwelche. Da vorne sind rote Templer. Ja, oh, das sind echt harte Kerle. Oder zumindest halten sie sich dafür. Ja, ich mag selber. Ich habe das schon öfter. Die Beschädigung des Schleiers hat Auswirkungen auf ganz Südfaders. Vielleicht sogar auf die gesamte Welt. Der Wegweiser von Folondon. Folondon sucht jemanden, der sein Bote und Gefährte sein sollte. Der Wind war schnell, aber Folondon? Keine Ahnung, ich kann das nicht aussprechen. Folondon wollte ihn nicht anketten. Das Volk war loyal, aber konnte dort nicht leben, wo Folondon sich aufhielt. Schließlich kam die Eule zu ihm und sagte, ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Lass mich dir dienen, der du die Nacht auch nicht fürchtest. Folondon akzeptierte dankend und nahm die Eule als Diener zu sich. Sie verhalf daraufhin Folondon das Volk durch den Weg im Schleier zu leiten. Aus Tiere des Volkes. Okay. Check ich. So. Man merkt, ich bin ein bisschen müde, aber ich hatte ja Schlaflosigkeit. Aber vielleicht machen wir auch gleich mal einen Cut. Und vielleicht kann ich dann pennen. Das machen wir hier ein paar rote Templer platt. Okay. Immer schön draufbremsen. So.
Obsidian vorkommen. So. Hier gibt es ein Astarium. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ting, 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 ting. Aha, aha, aha. So geht's nicht. Ah, okay. Ich glaube, ich check's. So, dann müssen wir hier anfangen. Und hier so rum. Dann wieder nach oben. Und zack. Zack. Ich bin so klug. K-L-U-K. So, Sternbild Chios. Nach dem Volksmund auch Chaos bezeichnet. Sternbild Chios wird allgemein angenommen, dass es den alten Gott Tzatziki. Besteht er aus Joghurt und Gurken und Knoblauch? Darstellt. Da diese Sterne häufig in Form von böser Omen abgebildet wurden, gab es im Zeitalter der Türme innerhalb der Kirche Bestrebungen, das Sternbild fortan durch eine Taube zu verbildlichen. Dieser Vorschlag setzte sich jedoch nicht durch. Und es heißt, die Priesterin, von der der Herr stammte, sei von einer Brücke in den Tod gestürzt. Kurz nachdem die göttliche Joyus die Zweite dagegen entschieden hatte. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass dies niemals wirklich geschah und es nichts weiter als astrologischer Aberglaube ist. Na super, jetzt habe ich Hunger auf Tzatziki. Meh. Und das mitten in der Nacht, Leute. Das ist ungut. Wenn ihr mitten in der Nacht nicht pennen könnt, wach liegt, ein Computerspiel anfängt zu spielen und danach sinnlos Hunger auf Tzatziki habt. Ist irgendwie krank, oder? So, hier ist eine Höhle. Da gehen wir jetzt rein und machen alles platt, was in der Höhle ist. Und reißen wieder komische Edelsteine aus der Wand. So, ist denn hier irgendwas Tolles in der... Hier ist doch sicherlich irgendetwas zu finden. Ja. Getränke von Tedas. Antivanischer Nipper. Vorsicht, dieses Zeug ist übel, so übel, dass es einen den Verstand kosten kann. Es ist beliebt bei Hochgeborenen, die gefährlich wirken wollen, findet seine wahre Bestimmung aber in den Händen jener, die es tatsächlich sind. Gute Josephine bestimmt. Guck mal, hier ist irgendwie so ein Vieh. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Vieh. Komm her. Bam. Schlafen, brennend. Läuft. Hält aber ganz schön was aus. Ein bisschen Brand stecken hier. Immun, 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 immun. Ist auch nicht so geil. So, das große Vieh ist schon mal hin. Bleiben noch die kleinen. Oh, ganz schön zäh hier. Immun, immun, immun.
ist nie gut. Die Dinger sind echt zäh. Geh mal kurz in den Bildschirm und guck mal, was die für ein Level haben. Level 11. Also so. So, einer ist hin. Und der nächste ist hin. So. Nichtsklopfer. Ein Stab. Den gucken wir uns gleich mal an. Nichtsklopfer klingt auf jeden Fall interessant. Viridium. Noch mehr Viridium. So, gibt's hier sonst noch irgendwo was Tolles? Was da noch mehr Viridium? Ja, noch mehr Viridium. Ja, lassen wir jetzt einfach mal hier liegen. So, jetzt gucken wir uns den Nichtsklopfer doch mal an. Waffen. So, den konnten wir nicht benutzen. 66. Der macht weniger Schaden als unser. Er hat auch noch keine Rune. Schleierschlag zu wirken. Was ist denn Schleierschlag? Elektrizitätsschaden. Ist das vielleicht hier was für den Solus? Nichtsklopfer. Da ist schon eine Rune drauf. Nee. Der Solus bleibt mal bei seinem Stab, der ist, glaube ich, ganz gut. Raus. Müssen die ganzen, das ganze Sammelzeug hier mal rechts und links des Wegesrandes liegen. So. Hier ist noch irgendein Zeug. Obsidian, das konnten wir, glaube ich, gebrauchen. Na, komm, nimm es mit. Hallo. Kannst doch sonst immer alles aus der Wand reißen. Nimm's. So. Zack. Zap. So. Gibt's noch mehr zu plündern? Plündern. Noch mehr Obsidian. Was zu lesen noch. Versiegelte Befehle. Temple Ritter Struge. In den Hügeln über Kammer liegt eine kleine Ruine. Sie ist winzig, aber alt und elfisch. Also lasst keinen Stein auf dem anderen. Befehl von General Simpson. Ihr wisst, wonach zu suchen ist. Also erwarte ich direkt im Anschluss einen Bericht. Kopiert jedes elfische Schriftzeichen, das ihr seht. Okay. Suchen die Leute anscheinend nach elfischen Sachen. Und wir reißen ein bisschen Obsidian weiterhin aus dem Felsen. Da ist ja noch so ein komischer Typ. Blockiert. So. Und bam. Einer weniger! In der Tat, einer weniger. Da sind noch mehr. Hallo. Bastard.
ganz cool, dass der Bullet die immer umschmeißt und ich dann noch drauf wenden muss. So. Plündern, plündern. Geh mal weg da, Sarah. Schieb deinen Hintern weg. So. Weiter auf der Straße. Suchen ja das Lager. Ist überall rotes Lyrium, das ist irgendwie. Haben wir da eigentlich irgendwas zum rotes Lyrium zum kaputt machen? Nee. Da hinten ist ein Riss. Hier oben ist ein Lager. Hallo? Run. Ja, das macht sich ziemlich gut, dieses Unsichtbar-Machen. So, die sind schon mal weg. Wo ist denn jetzt der Schutz? Der Bogenschütze ist ja auch schon weg. Sieht so danach aus. So. Tränke ausrüsten brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir machen jetzt noch eben den Riss kaputt. Und dann beenden wir auch diese Folge. So. Hallo, Riss. Zweite Welle. Ein bisschen die Energie des Risses stören. So. So, den haben wir schon mal weg. Bam, bam, bam. Weg. Der Riss ist closed. So, plündern. Blitzessenz haben wir gekriegt. Was haben wir hier? Hexenstab des Eises. Macht haben wir gekriegt. Angreifer klingen. Schild, was ist das hier? Embryum. Okay, Leute, das war's mal wieder für diese Folge und ich hoffe, ihr hattet Spaß und nächsten Mal sehen wir uns wieder bei Dragon Age Inquisition oder bei einem anderen Video. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir unten drunter, damit ihr es auch weiß und ich antworte euch dann noch, wenn ihr was Nettes schreibt. Wenn nicht, dann nicht. Aber, naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir fahren, euer Quali.